Moin Leute! Ich melde mich mal zurück mit dem Let's Play von Sniper Elite 3. Und zwar werde ich die Kampagne spielen. Ich werde mir noch einen suchen, der mit mir Multiplayer spielt. Hey. Spielen wir erstmal hier drauf. Most of Europe has been crushed under the Axis boot, forcing an allied retreat. Their supply lines for food and raw materials. Oops, das tut mir gerade leid. King Britain with its empire and I've arrived in Tobruk. Oops, jetzt habe ich weiter gedrückt. Oh Mann. Egal. Das Spiel sah im Trailer auf jeden Fall mega geil aus. Ich zock jetzt auch zum ersten Mal. Ich wollte gerade erst fertig machen. Ich spiele das heute, ich weiß ja nicht, wann ich das hochlade, aber das ist heute erst rausgekommen. Snipers! Snipers are near the wall! Das finde ich mega geil. Das habe ich schon im Trailer gesehen. Das sieht einfach nur so geil aus. Außerdem habe ich den Kopf getroffen. Schön das. Oh, das sind zwei. Oh, Ratz, also down. Also, es hat auf jeden Fall eine geile Grafik. Mega geil aus. Okay, natürlich. Man kann ja nicht auf so weiter Entfernung so hoch zielen. Okay, jetzt habe ich mir seine Arme erwischt, aber ich weiß auch. Aber wie das jetzt schon abgeht, das ist Wahnsinn. Mega der Krieg. Ich weiß nicht, einfach, dass wir uns nachher alleine durchschlagen. Ein Tank? Okay, da muss ich auf den Tank oder auf den Motor schießen. Nehmen wir mal den. Oh, das war's. Ich verstehe das nicht gut. Zwei Punkte. Noch höher. Ja. Okay, das muss ich erstmal checken, wo man jetzt erstmal hinziehen muss. Ich denke mal, dass da unten 200 Meter und so. Wo muss ich jetzt hin? Hallo? Der lebt immer noch. Jetzt auf den Tank geschossen. Oh, mega geil. Und tschüss. Ja, so wie es aussieht, verlieren wir den Krieg. Das war übrigens 1942. The Germans are using Nebelwerfers. I have to do something. Andere Waffen, ein Stein. Was ist denn mit dem Stein? Habe ich jetzt nicht einen Stein? Ja. M.
won't hear me approach if I crouch. Das ist auf jeden Fall mega geil, Silent Skill. Ach ja, kann man ja noch versuchen. Wie war das nochmal Z? Nothing found. So, nein. Kriegt man einen Job. Weiter geht's. My well ride should cover this. Oh oh. Was? Ein Kopf weggeballert, ey. Aber kommen jetzt noch mehr oder nicht? Doch, da ist sehr unkomponent, da kommt noch einer. Leider, dass es sowas wie bei Max Payne 3 nicht gibt, oder generell bei Max Payne, dass man... Feindlicher Schützer! Dass man... Oh, jetzt habe ich voll viel Leben verloren. Das ist nicht gut. Das ist natürlich kacke. Warum hat er denn jetzt einen blauen Mund? Das war cool. Hier so ein. Na, jetzt verbinde ich mich selber. So, jetzt kann es weitergehen. Na, ich war eben ein bisschen zu schnell. Das hätte man natürlich hier auch hier alles leise machen können. Aber da war ich wohl ein bisschen zu fast. Hin. Ich denke mal weiter. Oder? Ich bin ja hier im feindlichen Lager. Da oben muss ich hin. Oder da hin. So, ich muss die Dinge ausstellen. Gerade.
Natürlich merken die Computer meinen alten Standort. Aber ich sehe jetzt gerade nur noch zwei. Haben wir auch Granaten oder sowas? Was ist das denn? Das sind Granaten. Ja. Jetzt habe ich irgendwie Kacke nochmal. Kommen sie langsam vorgerückt. Ich den jetzt unbemerkt töten, gar nicht eigentlich. Wieso stirbt er nicht nach dem Kopfschuss? Ich hab ihn! Sammelt euch! Jetzt ist er auch der Headshot. Bisschen weiter, wo ist der andere? Müsste da irgendwo. Ach so, da hinten, da hockt er. Sollte doch hier vorne noch. Sollte doch zu dem Teil. Oder nicht? Ja, ich kann sogar. Da, was muss ich machen? Ja, ich versuch's mal einfach mit Ups, da wollte ich nicht hin. Oder ich muss einfach nur die Stellungen hier ausfinden. Das kann natürlich auch sein. Okay, dann werde ich jetzt versuchen, von hier den anderen Schutzpunkt zu finden, weil ich da was snipen kann. Das wäre auch nicht ganz gesagt, ich soll F halten, um ich habe jetzt was falsch gelesen.
jeder Basis einführen. So, kein Dynamit? Leute noch was dabei. Kann sein, dass du ein Dynamit dabei hast. Oh, der dabei. Wie zerstöre ich das denn jetzt? Vielleicht mit meinen, wenn ich die dann nochmal treffen werde. So geht's auch. Perfekt. Ja, dann gehen wir schnell mal zum anderen Stützpunkt. Gegen eine Silent Sniper, das wäre ja tausendmal geiler. Kann ich den... Ach so. Ah. Okay. Hohoho! Oh. Wie ist das? Ich bin, glaube ich, voll im Magen geschossen. Wie geil ist das denn? Ernsthaft? Wie geil ist das denn? Nebelwerf ist neutralized. Irgendwas anderes. Might as well check the ridge. Ich denke mal, hier ist nichts mehr los. Das Teil müssen wir jetzt eben noch. Nee, so eine Kiste. Werde ich mal lieber das Dynamit benutzen. Das ist ein Quatschteil. Hey. Oh, der ist aber richtig verbraucht. Jetzt haben wir das auch noch kaputt gemacht. Muss da hoch. Hier gibt es auch ein bisschen noch Sachen zu finden. Ja, nochmal durchsuchen. Waffenteil! Achso, muss man sich die auch noch freischalten, aber ja. Dann wird das auf jeden Fall, ich denke mal, lange dauern. Diese Kampagne. Ich werde die auf jeden Fall, wie gesagt, noch im Koop spielen. Was ich denke mal, im Koop ist noch wichtiger. Wenn man dann einfach zu zweit viel besser ausschalten kann. Finde ich viel geiler. Und ich glaube, jetzt kommt ein richtiges Sniper. Jetzt wird das geil. Weil wir sind auf so einem Vorsprung. Und ich habe im Trailer gesehen, dass man Panzer ausschalten kann mit der Sniper. Okay, ich denke mal, wir haben jetzt das Tutorial doch schon durchgespielt. Aber man sagt, ja, das geht so und das geht so. Und ich denke mal, jetzt geht's richtig los, oder? Also ich will eigentlich gar nicht auf Nahkampf gehen, mir geht's eigentlich nur mit Sniper. Ach, hier gibt's sogar noch Rang. Ja. Ich bin Rang 2, ja. We lost to Brooke. But my work had drawn the attention of British Naval Intelligence. They've been following one of Hitler's protégés sent to Africa. Hitler. A ruthless advocate of nerve agents in the last war. General Franz Wallen. Their informant, close to Wallen, has gone dark, so they want me to investigate. My first port of call is the Gaborone Oasis, an Axis transport hub. Scout teams and commanders pass through here, along with intel. I have the cover of darkness on my side,
There's a few officers in the area, so that's where I'll start my search. I can see plenty of elevation around the lake. Perfect to set up my rifle. Ja, und man muss auf jeden Fall noch weiter auf Nahkampf gehen, aber ich liebe es einfach nur. Wie bei Medal of Honor, da gab es auch so eine Mission, wo du einfach nur hinten liegst und dann auf was weiß ich wie viele Kilometer da ein Ziel bekämpfst. Das ist richtig geil. Hier Longshots, Sniper Nests, bla bla bla. Da sieht man schon, was in der nächsten Mission auf uns wartet. Ich beende jetzt erstmal diesen Part. Werde das so schnell wie möglich hochladen und werde weiter aufnehmen. Also, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss.